Wisst ihr, Leute, ich mag es nicht, wie die Musik von diesem Spiel hier... Oh, toll, Anmeldebonus. Wie die Musik von dem Spiel hier... Wenn man die Lizenz hat, erst so anfängt wie so eine Gruselorgel und danach in so einen komischen Jazz übergeht. Irgendwas daran passt mir einfach überhaupt nicht. Außerdem, ich kann die Grafik wieder umstellen. Allerdings nicht die Auflösung. Ich habe beschlossen, das Ganze im Fenstermodus laufen zu lassen, auf dieser Auflösung. Und dafür dann einfach mal zu opfern, dass ich kein 1080p 60 Bilder die Sekunde mehr machen kann. Denn wenn mir das Spiel wieder abkackt, dann ist die Aufnahmedatei wenigstens nicht im Arsch. Ich mache gerade eine Desktop-Aufnahme und keine Spielaufnahme in dem Sinne. Denn das geht mir auf den Sack. Ja, Gras lassen wir mal aus. Charakterbegrenzung. Bitte. Oh. Ob das jetzt in der Performance nackt, kann ich nicht mehr genau sagen. Aber es ist auch egal. Grafik ist wieder eingestellt. Und ich habe meinen... Ja, das hier ist ein Mensch. Sieht affig aus mit so einem Gurnsklamotten. Sieht ja schon fast aus, als würde er in Pyjama kämpfen. Aber es ist mir jetzt mal ganz egal. Ich fliege hoch zum Zeitnest. Und dann wird Story gemacht. Und dann geht sie darüber zu Killer Queen, denn die hat das hinter sich. So. Alter Kaioshin, reden wir mal. Ganz gleich, wie viele Korrekturen wir vornehmen, die Veränderungen einer Geschichte bestehen weiterhin. Sag mal, hast du zufällig Trunks gesehen? Ich kann ihn nirgends finden. Suchen wir ihn doch. Frag mich, wo er steckt. Ich sollte wohl besser nach ihm suchen. Das habe ich letztes Mal nicht gemacht, in der verkackten, also in der kaputtgegangenen Aufnahme, sagen wir es mal so. Gohan, you're still alive? We'll fix that soon enough. Kill him, full power. Gohan! No, it can't be. Einer der traurigsten Momente in Dragon Ball Geschichte. Gohan! Gohan! Oh, it's you, huh? This scroll? Right here? It holds the history where I came from. In it, everyone was wiped out by 17 and 18. Even Gohan, who was the last to go. If Mom hadn't built that time machine, then I, and everyone else in the world, would be... I can't say that I approve of building a machine that can fiddle around with history. Yeah. Oh well, no sense in crying over spilled milk, I always say. No! Not this history, too! We need to act fast! Trunks! Yeah! You... understand, right? I do. Then, good luck. Okay, um echt zu sein, die Geschichte von Trunks habe ich mit Killer Queen bisher noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob das noch kommt. Oder nicht. Ich hoffe, es kommt auf jeden Fall noch. Wäre ein bisschen doof, wenn man das mit dem Charakter einfach mal überspringt, wenn man einmal die falsche Wahl trifft. Aber ja. Nummer 16. Der kam in der Story aber nicht vor.
Hoffnungskampf, Krieger Son Gohan. Der, der stille und freundliche Nummer 16. I will destroy the sun. Damn it. It's even stronger than the others. I'll do what I can. You have to get out of here. Hurry! I will destroy whoever interferes with my plan. He doesn't belong in this time. And for me as well. Ja, natürlich mache ich das. Nun ja, Nummer 16 gehört nicht in diese Timeline. Selbst wenn er hier existiert, wurde er nicht aktiviert. I could feel strength like yours from anywhere on the planet. Where did you even come from? Ist nicht so wichtig, Son Gohan. Das Dumme ist, unser Charakter kann nicht reden. Das heißt, er wird es uns selber rausfinden müssen. Aber hey, mal eine zerstörte Version von der Stadt. Ohne dass ich was dafür tun musste. Leider kein neues Abteil. Also den Bezirk kennen wir bereits. Aber egal, immerhin. Und ja, den habe ich Killer King genannt. Und ja, der ist auf Nahkampf. Also, den Typen im Son Gohan-Kostüm. Oh, Mira. Trifft man sich auch mal. So, Gohan. You're just full of hidden potential. So much power. Find you to further my evolution. Trunks. You're not going to get your way today, Nero. Trunks. What are you doing here? I thought you. But that can't be. Wait a minute. You. What are you doing, Trunks? Listen to me. You know you can't do this. Sorry, but. I just can't abandon Gohan like this. So stubborn. Also jetzt bin ich gespannt, was das für Folgen hat, weil so etwas hat Trunks im ersten Xenoverse nicht gewagt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Why can't I beat you? Even against three of you. I am far stronger. I must be. I won't let you kill Gohan! Trunks, you came from the future, didn't you? So Bulma was able to finish her time machine. I'm really proud of you, Trunks. Thanks! Right. It's not the time for this. 17 and 18 are attacking the city. You're right. And this time, Gohan. Gohan, I'll go with you to fight. This time, I won't hold you back. What are you saying? You know you're not allowed to do that, Trunks. If you help out Gohan here, you'll change the course of history. I know. But I... Trunks? Please, you have to stop Trunks! Trunks, is there something you want to tell me? I... If you're here, all grown up, then the future is safe, isn't it? And so,
This fight has a real purpose. That's enough for me. No! You can't! Go on! Trunks, it looks like you've made a good friend. You can't abandon a good friend, can you? It was really good to see you, Trunks. Go on! Tja, nach dem Kampf wird Son Gohan sterben. You did well today. That was a heavier bit of history for him than I'd realized. I was careless. But I didn't think he'd just take off like that. If he'd actually gone through with the whole thing, well, it would be one more mess to clean up. And that'd be even more difficult. I'm glad you were there. Thank you. I think Trunks could really use a break after this one. I'll keep an eye on the scrolls for a little while. I'm afraid you'll have to do the work of two for a while. Sorry about that. Ich frag mich ja jetzt, ob das den Teil der Hauptgeschichte beeinflusst. Weil die Geschichte von Trunks ist, glaube ich, der einzige Dragon Ball Film, der wirklich Kanon zur Geschichte ist. Nein, ich gehe nicht zu Freezers Orbiter. Die Quests sind gerade ein bisschen schwer. Außerdem will ich Story weitermachen. Jedenfalls, ich glaube, ja, die Geschichte von Trunks ist der einzige Dragon Ball Film, der abgesehen von dem Film A Battle of Gods zur Hauptgeschichte gehört. Weil Battle of Gods und Resurrection F wurde ja beides in Super Dragon Ball nochmal durchgekaut, sag ich mal. Ich habe mir die Serie nicht angesehen, aber ich habe viel gehört. Und auch ein paar Clips gesehen, wo die Animation nicht ganz so top war. Da hat Trunks so Pech gehabt, aber ein Satsada muss eben seine Pflicht erfüllen. Wir haben in der Sache keine andere Wahl. Mach dich an den nächsten Job, wenn du soweit bist. Jawohl. Denn die Episode mit Son Gohan war jetzt zum einen nicht lang, zum anderen nicht schwer. Um nicht zu sagen, unterwältigend. Oh, there you are. Well, it seems there's still a bit of a problem left over from that last change in history. It would seem that Android 16 wasn't entirely defeated. He's not supposed to be in that timeline at all. Someone activated him and then revived him. Ja, wer könnte es nur gewesen sein? It must be Tone. I'm sure 16 is going to be even stronger than before. Can you handle this for us? Thanks. You're a huge help. Und schon fängt es wieder an, offensichtlich zu werden, ey. Ich frag mich ja, ob ich Toa da auch auch treffen werde. Phew. We actually made it back. We're in my era. Ah, das sind... No matter what, I have das sind peace Clips here. Aus dem ersten Xenoverse. Quasi. Was er Nummer 16 nicht gewartet hat. So, hier haben wir das große Problem, dass Trunks trotzdem eine Lusche ist. Trunks, also mach ich mal eine Combo. Gut, dass ich so viel auf normaler Angriffskraft gesteckt habe. Der macht mir ja gar keinen Schaden mehr. Mal zeig mal Zeit, was zu zeigen. Und Start verlängern. Trifft doch eben immer. Ja, gut gemacht, Trunks. Oh, stimmt. Cell gab's ja auch noch.
Aber der Trunks kann sich auch nicht mit Cell messen. You're in your perfect form? Funny you should ask, really. You might be interested to know that I absorbed 17 and 18. You were 17 and 18? That's impossible! And also, how is it that you know my name? Oh, wait. I know. You went to the past. That's the only explanation for it. How you know so much about me. Target Trunks. So it would seem that this stranger is my ally. You know, to be honest, I didn't think there were any more androids left alive. Oh, did you bring your little friend along for the ride? Is he here from the past too? I'm warning you. Interfere, and I'll exterminate. You know what? Good. I had already planned on eliminating every last human from this planet anyway. As long as you're here, humanity has no future. But your reign of terror ends today! Shut up, amateur. Listen up, androids. I will completely annihilate you! Ja, aber die haben hier ein kleines Detail übersehen. Trunks ist nicht in diesen Kampfklamotten, die er von Vegeta zum Beispiel hat. Vegeta hatte seine Kampfklamotten von Bulma gemacht bekommen, die hat er in der gesamten Cell-Saga getragen. Naja, ein blutiger Konter, so dumm die Technik auch ist und Sabon, ist eigentlich keine schlechte Ausweichtechnik. Wenn sie trifft. Oh, und auf Level 50 kriege ich 7 Punkte pro Attribut. Pro Level Up. It's all finally over. Everyone. I have to thank you too. Da, vielleicht ein andermal. Im ersten Xenoverse wusste man nur daraus, dass Trunks plötzlich durchsichtig wird, dass irgendwas mit seiner Zeitlinie nicht in Ordnung ist.